endlich komme ich mal wieder dazu, ein Video zu drehen. Und heute gibt es direkt mal ein Aufgebraucht-Video von mir. Denn es ist so, ich habe wirklich, wirklich viele Sachen aufgebraucht. Im Urlaub einiges und auch hier zu Hause vor allem viel Duschkram. So, weil ne, es ist Sommer, man geht jeden Tag gefühlt dreimal duschen. Ich sowieso auf jeden Fall immer zweimal, weil ich halt viel Sport noch mit dazwischen mache. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich so aufgebraucht habe. Als erstes mal was ich neu getestet habe und es hat mir echt gut gefallen, von Balea aus dem DM, der Duschschaum Hawaiian Dream. Den habe ich mir in den Urlaub nach Lanzarote mitgenommen und habe das da so gut wie schon aufgebraucht. Das riecht sehr süß, aber einfach sehr sommerlich auch und sehr blumig. Das hat mir halt einfach super gut gefallen und vor allem die Konsistenz ist cool. Jeder, der schon mal einen Duschschaum benutzt hat, der weiß ja, dass es wirklich so sehr schaumig und cremig auf der Haut ist. Nicht so flutschig, rutschig manchmal wie verschiedene Duschgels eben. Deswegen gibt es dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch und wird nachgekauft. Eine andere Dusche oder ein Duschbad, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, was ich aber auch seit Kindheit irgendwie immer mal benutze, von Nivea die Pflegedusche Creme Soft. Das ist eben einfach diese ganz normale Standarddusche von Nivea und ich muss einfach sagen, Oldie but Goldie irgendwie. Also sie riecht wirklich lecker, richtig schön frisch und direkt nach dieser Nivea Creme eben auch. Ist nicht großartig teuer, kann ich nichts Schlechtes zu sagen, benutze ich immer wieder gern. Dann habe ich wieder mein Seba Shampoo aufgebraucht. Das benutze ich ja eigentlich immer mal so zwischendurch. Für Blondinen ist das echt gut. Ich habe das Gefühl, ich habe hier die ganze Zeit ein Haar. Naja, jedenfalls benutze ich das echt gut. Habe ich schon gesagt, dass das von Swiss Opal ist. Das kaufe ich mir immer im DM. Oder im Rossmann, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es gibt es in beiden Läden. Und das ist einfach gegen den Gelbstich. Wenn man gefärbte Haare hat, dann kann es eben schnell passieren, dass das Blond eben nicht so schön aschig und kühl ist, sondern sehr warm und sehr gelblastig. Und dem wirke ich entgegen, indem ich immer mal so 2 bis 3 Mal in der Woche dieses Silbershampoo benutze, statt normalem Shampoo. Wirkt echt gut. Was ich dann ebenfalls noch aufgebraucht habe, ich kann sie einfach nicht mehr benutzen, weil sie so abgenutzt ist. Von P2 ist das eine Nagelfeile und zwar ist das diese 6-Step-Buffer-Nagelfeile. Und die finde ich wirklich, wirklich gut. Deswegen wollte ich die euch, auch wenn die nicht mehr so schön aussieht, euch unbedingt nochmal zeigen. Die einzelnen Steps sind eben jetzt schon sehr abgegriffen, deswegen muss ich mir mal eine neue besorgen. Aber hier hat man wirklich alles dabei, was man eben für eine gute Nagelpflege für zu Hause braucht. Also ihr könnt damit echt gut kürzen, ihr könnt damit schön polieren und das schön rund feilen oder auch eben anders feilen, je nachdem wie ihr halt die Form haben möchtet. Jedenfalls finde ich diese Buffer-Nagelfeile echt gut von P2 und werde die mir auf jeden Fall wiederholen. Auch im Urlaub mitgenommen und ganz schnell verbraucht sind von Balea diese Einweg-Rasierklingen. Finde ich super einfach für den Sommer, wenn man eben sehr viel Bein zeigt. Ich rasiere mir eigentlich täglich die Beine. Deswegen ja, diese 3 Klingen Einwegrasierer von Balea liegen jetzt auch schon wieder bei mir im Schrank, im Bad, weil die benutze ich halt wirklich. Da laufe ich durch eine Packung irgendwie innerhalb von 2 Wochen ganz fix im Sommer. Dann noch ein Shampoo, was ich aufgebraucht habe. Das hat mir meine Mama mal geschenkt von Yves Rocher. I Love My Planet. Das ist ein Glanzshampoo, was so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen biologisch angehaucht ist. Ach so, biologisch abbaubar, ohne Parabene, ohne Silikone. Ich fand es echt gut. Es riecht sehr, sehr kräuterlastig, aber auch so ein bisschen nach Minze, also frisch. Aber ich fand wirklich, dass es gut gewirkt hat. Es hat wirklich mein Haar glänzend gemacht und auch sehr gut sauber gekriegt. Und es ist eben doch ein bisschen ein milderes Shampoo für so jeden Tag. Das ist echt ganz gut. Dann habe ich noch eine Spülung aufgebracht von Dove. Spülung namens Strahlender Glanz mit Pro Shine Pflegekomplex. Ihr wisst ja, dass ich die Dove-Produkte echt gerne mag. Da switche ich immer mal so ein bisschen hin und her, habe davon eigentlich immer was zu Hause. Und gerade die Spülungen finde ich davon auch echt ganz gut. Diese rote Serie hatte ich vorher so noch nicht direkt getestet und fand auch die Spülung davon echt ganz gut. Das Shampoo habe ich noch nicht aufgebraucht. Dann mal ein neues Deo, was ich mir besorgt hatte, und zwar von Dove, das Go Fresh mit Pomegranate and Lemon
Verbena Scent. Wusste jetzt schon gar nicht mehr direkt, wie das riecht, aber doch, riecht echt gut. Hat nur von der Wirkung her nicht so richtig funktioniert. Da greife ich dann doch lieber wieder zurück zu meinem Rexona Deo, was ich einfach immer benutze. Das Cotton Dry oder das Shower Fresh, das switch ich zwischen den beiden immer hin und her. Rexona ist einfach, gerade auch im Sommer, ich brauche ein Deo, was richtig, richtig gut hält, weil ich eher auf der Seite bin, dass ich doch ein bisschen mehr schwitze. Gerade wenn ich Fahrrad fahre zur Arbeit etc., dann ist Rexona mein Deo. Ich war ein bisschen traurig, dass ich diese Bodylotion aufgebraucht habe. Und zwar ist die aus dem Douglas gewesen. Das ist von Hugo Boss, von dem Parfüm Jour, die, ja, parfümierte Bodylotion. Habe ich mit als Set dazu gekriegt zu dem Parfüm. Das Parfüm ist auch schon lange leer. Jetzt ist auch die Bodylotion dahin. Oh, das riecht einfach so, so gut. Ich glaube, ich hole mir das einfach. Das Parfüm würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Die Bodylotion, ich halte nicht so viel von solchen stark parfümierten Bodylotions, die dazu auch noch so teuer sind. Deswegen, da greife ich lieber zu einer Bodylotion aus dem DM oder so. Aber wenn man es mal hat, so als Set, finde ich es echt schön. Dann noch ein Produkt für die Haare. Und zwar so eine Leave-In Express Repair Spülung von Glisscur. Die fand ich echt gut, ist für trockenes, strapaziertes Haar. Ich muss sagen, dass die mir am Anfang gar nicht so gefallen hat, aber jetzt, als sie so immer weiter zum Ende hinging, habe ich sie echt noch richtig jeden Tag benutzt, also oder jeden zweiten Tag. Ich versuche ja nur jeden zweiten Tag meine Haare zu waschen. Und zwar habe ich die aber nicht statt einer normalen Spülung genommen, sondern zusätzlich zu der Spülung nochmal. Also ich habe eine ganz normale Spülung genommen in der Dusche, die ich mir auch ausgewaschen habe. Und dann habe ich das quasi nochmal danach da drauf gegeben, auf meine handtuchtrockenen Haare, und ich muss sagen, dass mir das echt total gut gefallen hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Haar dadurch noch geschmeidiger ist und noch leichter kennbar. Dann noch eine Sonnencreme, die ich auch mit im Urlaub hatte, und zwar ist die aus dem DM von Sundance. Das ist die Sport Sonnendusche, transparentes Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist deswegen eben Sport, weil es eben zum Sprühen ist, ne? Also ist jetzt nichts so groß Besonderes. Aber ich fand das echt gut. Tobi hat es nicht so gefallen, weil diese Sonnencreme sehr, sehr ölig ist. Also auf der Haut ist es schon, zieht nicht so schnell ein und ist eben sehr mit so einer Ölschicht noch kombiniert. Und das mag ich ja besonders gerne, weil es einfach schön auf den Beinen immer glänzt. Männer mögen das dann nicht so. Aber ich mit meiner trockenen Haut, mir hat das echt gut gefallen, deswegen habe ich das so gut wie alleine aufgebraucht. Und es scheint nicht so, es sind 75 Milliliter drin, aber es hat echt gut für eine Woche Urlaub gereicht. Es wäre kein Aufgebrauch-Video ohne mein Rexona Deo und ohne das hier. Von Alverde das Gesichtsöl Wildrose für trockene Haut, das ist ja meine Nachtpflege. Immer noch, nach wie vor, ich finde das super. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal wieder ein anderes Gesichtsöl, aber so für zwischendurch, wenn ihr mal irgendwie kein teures Kielsöl oder sowas kaufen wollt, kann ich euch das hier von Alverde wirklich nur empfehlen. Das ist echt mein heiliger Gral. Ich wache morgens immer mit butterweicher Haut auf, die richtig schön genährt und prall ist. Und das habe ich dem hier zu verdanken, 100 Pro. Und als allerletztes noch einen Topcoat von Essence, den Better Than Gel Nails. Ich bleibe da immer noch dabei, stick to it, ne? Weil das gefällt mir einfach gut. Es ist ein gutes Produkt. Was allerdings schade ist, ist, dass er immer sehr schnell so zäh und fest wird, sodass ich ihn kaum noch ordentlich schön auftragen kann. Deswegen muss da wieder ein neuer her, aber der wird nachgekauft. So viel zu meinen aufgebrauchten Produkten. Schaut auch gerne mal in die Infobox, da verlinke ich euch auch immer andere Videos von mir, unter anderem auch mein letztes Aufgebraucht-Video, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder in einem nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao!